Ich habe heute das erste Mal Roblox gespielt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß. Das Ziel ist, durch Türen zu gehen. Dieses Gemälde heißt Ausreißer. Ganz schön dunkel, ey. Hm. Das sind Schränke, da kannst du dich drin verstecken. Damn. Kann ich halt die Tür wieder zumachen hinter mir? Bei TS04. Ja. Sind wir schon in 4? Ja. Das ging ja schnell. Das musst du dir auch merken, ist auch relevant. Mhm. Manchmal gibt es Fake-Zahlen und Fake-Türen und so. Ja. Hier ist gar nichts an der Tür. Ja, das ist eine normale Tür. Okay. Da ist ein Schlüssel drin. Ups. 6. Dim. 7. Ja, der Anfang ist noch recht entspannt. Kann ich ins Bett legen? Nee, ah, okay, unter das Bett hätte ich mir denken können. Ins Bett. Kurz schlafen gelegt. Wait. Ja, wir sind ja lost. Da leuchten sogar die scheiß Lampen. Ja, das ist Highlight. Wenn du eine lange Zeit nicht findest, wird es so Highlight. Ding, ding, ding. 9. 10. Ach, wenn du schon drin bist, dann. Digga, bist. Hinter uns. Sind Sounds. Oh, das heißt, glaube ich nicht. 12. Das ist ein dunkler Raum. Ich auf jeden Fall, du hast Psst gemacht. Wir müssen nach rechts. Ja, dann guck dich um. Oben und unten. Ja. Alter, hab ich mich erschrocken. Ja, ja, genau. Oben, okay, mit oben und unten hast du. Das hab ich nicht. Ich hab, du musst halt einmal quasi unten eine Runde drehen und oben eine Runde drehen. Und irgendwo spawnt der. Entweder unten auf der Fußhöhe oder auf Kopfhöhe. Ja, ich hab mich so hart erschrocken. Erschreckt er sich vor dir. Ich hab mich echt wirklich erschrocken. Das ist crazy. Hat wer geklopft? Ich glaube, da will wer herein. Alter, das ist schlecht, Benni. Ich seh nicht. Oh mein Gott, Alter. Du musst dich gleich in dem Schrank verstecken. Mach ich. Du darfst doch nicht zu lange drin sein. Okay, ist vorbeigerannt. Weil wenn du zu lange drin bist, irgendwann wirst du rausgeschmissen. Ja, das wird's gemacht. Ich hätte dir das angibst. Ja, manchmal ist es fake. Ach, Digga. Was ist das los? Ja, das ist so ein bisschen dreckig, weißt du? 18. Schon wieder dunkel, aber kommst du gerade auslaufen. 19. Auge. Nicht reingucken. Auge gucken schlecht. Du bist dann Eis gestorben. Ey, Achievement. Okay, ja. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit man lernt, wenn man stirbt. Wenn der Alex ready ist, kann ich links, kann ich rausgehen. Können wir zusammen spielen. Ich muss mir dann noch ein Outfit machen. Okay, watch. Warte. Okay. Digga, ich bin so damn ass crazy, Alter. Ihr werdet gleich so. Oh, das wird so geil. Ja, aber wie join ich dir, Digga? Pinst du raus. Zack. Join. Easy. So, und jetzt guckt mein geiles Outfit an, Junge. Wer ist er denn? Ich bin der Spanio. Ja. Junge, bist du goofy. Digga, ich hab 2 Kapuzen. Einmal die ich aufhab und einmal die an meinem Rücken. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Banjo-Video. Digga, du siehst aus wie eine Ninja Turtle mit deinem Gesicht, Alter. Wer, ich? Ja. Ich hab ein Frauengesicht. Ich hab gar kein Gesicht, ich hab nur die grünen Augen jetzt. Okay, Lex, du musst gucken auf die Türen, ne? Du musst immer eine Tür weiter. Also wenn da irgendwann 6 steht und du eigentlich 5 als nächstes ist. Ah ja. Nee, ich wollte glaube ich sagen, ich find's cool, dass man nicht One-Shot ist. Von manchen Sachen, ja. Ja, aber nicht von allem. Ja. So wie gefühlt, Ey, Jungs, wir müssen uns verstecken. Hm. Ich geh hinter den Schrank. Wann kommt er? Du hörst ihn, weißt du, wie er angeflogen kommt. Ja. Yeah. Digga, was ist, wenn's mal dunkel ist und ich in die falsche Tür lauf? Ja, das ist schlecht. Hat geklopft. Das ist nicht gut. Wird auch angibst. Ich seh nicht mehr. Tür. Ich auch nicht. Ja, dann musst du dich orientieren an den Wänden und so. Digga, du hast eine Brezel hinten drauf, Alex. Wie geil, Alter. Ja. Und hier muss irgendwo ein Schalter sein. Hier hab. Der die Tür öffnet.
Dieses Sprinten, wenn man... Wollen wir sprinten? Ja, wenn du als Letzter bist. Du sprintest, wenn die Mates schon durch die Tür sind. Hier ist was umgefallen. Ja, passiert. Oh, Taschenlampe. Ich schreib grad was. Der ist die Taschenlampe hier? Nee. Wie, nee? Was mache ich mit der? Alex hat so. Damit kannst du dir Licht leuchten, wenn es dunkel ist. Dass du so eine Taschenlampe so macht. Ich habe ein Feuerzeug. Dieses Gemälde heißt Finn. Okay, wer ist Finn? Tomato of Doom. Alter, ich habe gerade so viele Coins bekommen durch so einen Coinstapel. 20 sind wir schon? Das heißt wieder das gleiche, glaube ich. Ich laufe durch. Zum nächsten Schrank. So ein hässlicher Huso. Auge. Aua. Ja, ich bin beim Durchlaufen. Oh, Digga. Lauf halt jetzt in den Rücken einfach jetzt. Alex, wie du gelaufen bist. Können wir an dem nicht einfach vorbei? Ja. Ja, aber du hast noch nicht angucken. Alter, letzte Chance, mich anzugucken. Überlebe Eis. Ja, das habe ich vorhin nicht geschafft. Und vor allem, ich dachte, ich muss einfach nur weggehen. Dem war nicht so. Alex, Leute, ist auch so vor, so als... Ich möchte als erstes sterben. Ja, aber echt? Hier muss man Safe-Dingens suchen, ne? Ja, Schlüssel. Also es lädt wieder ein bisschen alles. Ich habe auch Key. Hey, Jungs, es flackert, also versteckt. Ja, okay, sind genug. Alex? Alles gut. Tötet der einen Instant? Safe, ja. Oder? Ja. Wie heißt das Gemälde, Benne? Das Gemälde heißt... Theory. Dieses Gemälde heißt Quietness. Aber die sind nicht übersetzt, oder was? Die Gemäldenamen. Pflaster! Oh, geil, Junge. Oh, das könnte ich gebrauchen. Ja, ich auch, Digga. Das hier ist 32. Da. Das ist auch 32. Okay. Nee, hier ist eine. Ist nicht 33? Ha? Ist nicht 33? Nein, das sind 32. Was machen diese Augen an der Wand? Das heißt, dass bald Run kommt. Ich stehe mit Rücken an der Wand. Halt. Ich glaube, Run ist, du musst da am ersten Feuer links lang, am zweiten Feuer rechts lang und dann wieder links lang. Okay. Kann sein. Orientiert euch nicht dran, aber ich glaube, es war so. Okay, hier ist hey, Run. Das ist Run. Oder ist es schon Run? Manchmal ist es auch. Da darf es Run. Und keine Augen mehr. Oh. Ey, ich war gerade am Looten. Dieser Goofball, ja, Junge. Was am Looten? Da war gar nichts, ne? Drin, Bro. Nein, wir rennen nicht automatisch. Hä? Ja, du sollst W drücken. Das meinst du mit, man rennt automatisch. Links. Geradeaus. Einmal drumrum. Einmal drumrum. Okay, ja, links. Rechts. Ja, links, rechts, links. Links, ja. Feuer. Aber ich bin ins Feuer gerannt. Ich glaube auch. Ah, wir sehen uns gar nicht während bei. Ja. Ja. Alex? Ich bin tot. Achso. Ich dachte so. Geiles Achievement. Ich sehe nichts. Ah, ich kann also von hier aus. Feuer berührt und dann bin ich. Der Bruder kommt. Versteck dich. Ich glaube, ich bin zu lange, oder? Nee. Ja, ist noch okay. Desto weiter, also desto höher die Raumnummer ist, desto kürzer kannst du im Schrank sein, by the way. Ah. Also du weißt, desto später im Game, desto mehr muss es besser timen. Okay, lass mich kurz gucken, wann der hier rausgeht. Ja, irgendwann hörst du, dass es so ein Heartbeat kommt und dann wirst du irgendwann bald ejected. Dann irgendwann wirklich so hart ein Heartbeat und so alles rot und fangen an zu flackern. Sterbe ich dann? Ich geh mal lieber raus, Digga. Ich weiß es nicht. Das war ganz schön kritisch. Kann sein, dass du stirbst. Nicht durch die 47 auf jeden Fall. Also 46. Hier ist eine 45, 46.
Digga, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, was das für eine Tür ist. Die richtige. 47. Ich hab selbst gemacht. Ich sehe es nicht. Das war fake. Was war das? Also für ein Klopfen? Ich werde paranoid. Okay, das hier ist ein 48, aber rein. Ja, komm. Ich glaube, gleich kommt Dings. Der Boss. Boss. Der Bosshafte. Also nächstes Level muss eigentlich Boss sein. 49. Das ist der Library-Boss. Oh nein. Und zwar ist das der Boss. Der hört dich, aber der sieht dich nicht, glaube ich. Oder so. Also Digga, der das sieht ist ja, der sieht schlecht, aber hört gut. Das ist ja wie im Backrooms im Library. Ach. Wo wir den Kassetten. Ach, möglich. Das Ziel ist, wir müssen so einen Code rausfinden. Okay. Und du musst schleichen. Ja, mach ich. Eigentlich so gut wie durchs ganze Level. Digga, Alter, ist ja ganz schön aggressiv. Und du musst hoffen, dass er nicht RNGt, wo lang du läufst. Ja, ist ja wie beim anderen Atzen. Ist halt am besten, komm, geh mal links gleich. Ja, okay, ja. Und du musst jetzt die Bücherregale durchgucken. Und im ersten bis vierten Regal sind irgendwelche Bücher, die ein bisschen ausstehen, die kannst du mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Buch 04. Hä? Ich hab irgendwie. Das sind Regal, sind Bücher. Und jetzt habe ich ein Buch aufgesammelt, dann siehst du das zum Beispiel links. Okay. Der Brown läuft gerade mit runter. Ja. Ist ja wie Jason. Ich habe was aufgehoben, so ein Papier, ja, und da stand irgendwas drauf. Also, ja, ich weiß, da steht die Code-Folge. Für das Schloss. Ja, okay, crazy. Crazy? Welche symbolische alle total? Was? Ja, das ist ein cooles Minigame. Du musst, wenn diese Striche da sind, halt weißt du, eh drücken für rechts und cool. Ja, ich merk's. Digga, what the fuck? Ich hab gehintert, ich war ganz viel zu überrascht davon, Digga. Du bist im Verstecken an Figger gestorben. Das ist ja mehrere so Sachen. Du musst deinen Atem kontrollieren. Ach, sag bloß. Digga, ja. Das hat mich gerade off guard gecatcht, Junge. Ich war gerade gar nicht drauf vorbereitet. Kontrollier doch deinen Atem. Was ist das für ein Raum, Junge? Der Raum der Schränke. Ja, jetzt. Deswegen jetzt gab es hier einen Raum der Schränke. Junge, ist der schnell. Alter, ich wollte mir den gerade angucken. Und der war halt am Ende des Ganges. Digga, der war instant bei mir. Das ist verarscht. Wait, Lex ist tot. Ich hab's gar nicht geblickt. Digga, weil er hat Licht. Licht hat geflackert. Ich hab das gar nicht gesehen, dass das Licht geflackert ist. Psst, 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 ich hab's gehört. Über mir. Hab ich mich erschrocken und es ist so arschlaut. Ah ja, und wenn Gewitter ist und das Licht flackert, ist das was anderes. Da flackert das Licht wegen dem Gewitter. Das ist so eine Ausnahme. 16. Ah, jetzt kommen die Augen. Es wird gleich gerannt. Nein, das ist nicht gut, oder? Ah, doch. Aber den Augen flackern ist auch eine Exception. Was heißt das? Das heißt nichts. Ah, doch, es heißt was. Okay, ich bin tot. Warte. Aber eigentlich hat es meinen Augen immer geflackert. Das ist nicht confused. Da waren auf jeden Fall zwei Schränke. Ich habe hier schon. Also, ich bin lieber mal bei einem stehen geblieben. Okay, ist ja ganz schön sauer. Ich habe mir nicht gemerkt, welche Tür für eine. Keine Ahnung. Die richtige. Das war tatsächlich richtig. Wait, der Assi kommt. Oh nein. No. Mann. Hat's geflackert und es hat auf jeden Fall geklopft. Ja. Es hat geflackert. Im Raum. Digga, ich dachte nicht, dass da nochmal ein Jumpscare kommt. Du bist an Rush gestorben. Schade. Okay, es kommt Fake Tune scheinbar schon. 28. Wait, das hat geflackert. Okay, warte, lass einen Raum weiter. Da müssen Türen sein. Bro. Nein. Bro. Noch ein Raum. Das ist der falsche. Du bist falsch, ja. Nein, du bist falsch. Oh, ich bin falsch. Get dupe by dupe, Junge. Hä? Lebst du? Du hast ihn gedodged, wenn du da oben warst. Wait, true. Du bist. Wait, in plain sight, quick, behind that conveniently shaped. Irgendwas. Oh, pst. Ich hab's gehört. Wait, du auch? Sehen aber nicht. So, wie war das jetzt? Ich muss sneaken. Du musst sneaken und sneaken dich nicht und fangen peaken. Lassen. Und zum Minigame spielen, wenn du Minigame spielen musst. Und dich verstecken, wenn du dich verstecken musst. 1, 2, 3, 4. Hä, wieso hattest du vorhin eigentlich.
So viele Codes. Er kommt nach links. Es gibt mehr Symbole, als es auf dem Ding gibt. Das musst du dann selber zusammenbauen, was der Code ist. Weißt du? Du brauchst vier, aber es gibt insgesamt irgendwie so 10 Möglichkeiten, okay, wie du es aufsammeln kannst. Die Frage ist, ich weiß nicht, wie die Dinge aussehen, die man einsammeln kann. Im Bücherregal sind so Bücher, die wirklich 1 Millimeter rausstehen. Und blau sind. Andere Farbe. Du musst sehr genau gucken. Nee, die Farbe ist nicht blau, die blaue Farbe ist immer anders. Lex? Lex, ich will eigentlich in den Schrank. Okay, trust. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein gelbes gefunden. Hier ist noch ein gelbes. Vanessa noch bei dir? Ja, ich habe gerade mein Ding abgeschlossen. Alter, bin ich krass. Warum ist rechts gefühlt nichts? Ich habe links gerade zwei Bücher gefunden, aber rechts gar nichts. Alter, habe ich das gesmurft gerade, das Minigame. Doch, hier ist eins. Ich glaube, okay, er kommt nach oben, ne? Er kommt nach oben, glaube ich, wieder. Ich denke, jetzt muss ich wieder das Minispiel machen, Junge. Hey, du musst halt genau gucken, die Bücher sind leid. Ja, nicht so leicht zu erkennen. Eins ist bei mir. Okay, Jungs, ich halte ihn wieder ab. Er pimmelt bei mir gerade, also ihr könnt roamen. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe das Buch aufgemacht. Ja, jetzt siehst du halt links, weißt du, welches Zeichen, welches Ding ist? 9. Und Ben hat irgendwo das Ding, die Lösung aufgesammelt davor. Ja, chill, ich musste kurz warten, bis er weg ist. Sag mal, wenn er runter geht. Er ist jetzt auf dem Weg runter. Ist jetzt auf der Treppe, ist jetzt auch unten. Okay, auf meinem Transkript steht Fünfeck, Viereck, Stern, Raute, Dreieck. Dreieck fehlt uns. Der Bastard kommt nach oben. Was will er denn immer von mir, Junge? Ich habe keinen Bock mehr auf das Minispiel, vielleicht choke ich. Gucken wir in der Mitte nochmal. Okay, Jungs, ihr macht das, ne? Ich hab ihn wieder. Ist er unten? Er geht runter. Er geht runter. Er ist unten. Süß. Okay, okay. 1 ist das 9. 8. 9, 8, 5. 9, 8, 5, 4. 9, 8, 5, 7, 4. Er kommt, oder? Ja. 9, 8, 5, 7, 4. Habt ihr es gehört? Gut. Ich geh wieder in meinen Schrank. Ich kann nicht. Das war knapp. 98574, gib eine, Alex. Ist offen. Ich muss trotzdem noch siegen zum Ende. Ja, der chillt bei Alex. Alex muss das Ding machen. Ich glaube, er hat ihn gegessen. Alex hat dich gegessen. Nee, Alex lebt noch, oder? Hola, mi llamo el Goblino. Ey, was hätte ich denn machen sollen? Er ist einfach auf mich zugelaufen. Hast du das Quicktime-Ding machen müssen? Ja. Hast du es ich geschafft? War im Schrank drin und hab Dings gemacht. Keine Ahnung, ich bin gestorben. Achso. Oh, ach Digga, so viel Geld. Ach hier, du kannst einen Typen tippen und wenn das Tippglas ganz voll macht, kriegst du ein Achievement. Wie viel Macht kostet denn das, das voll zu machen? Okay, ich tipp den. Achievement. 60 hat's gebraucht. Oder außer du hast schon was rein. Nee, er meint 80. Okay. Ich hab die Metz und das Feuerzeug gekauft. Die Metz bringen mir erst was, wenn du tot bist. Okay. Weil dann kann ich schneller laufen, weißt du, es bringt mir ja nicht schneller zu laufen, wenn du mir sowieso nicht hinterher kommst. Ist gerade geflackert? Nee. Das war glaube ich nur die Tür. Jetzt hat's geflackert. Ich bleib hier hinten. Oder ist halt der Sturm, so weißt du? Nee, er kommt. Ja, er kommt. Egal wie oft das sagt. Ja. Das wird nie richtig sein. Wie das Feuerzeug nur vor dir leuchtet. Psst, hat's gemacht. Hier ist ein Schlüssel. Hab ihn? Ja. Brauch einen Schlüssel. Oder los. Das ist gleich hier irgendwo drin. Mhm. Hab Schlüssel. Geklopft. Ein Browser gar nicht gepisst und der Typ war da. Ach hier, hier ist glaube ich das alternative Ende. Aber das können wir nicht machen, weil dafür fehlen uns ein paar Items. Ah lol. Weil ich glaube für das alternative Ende brauchst du einmal diesen Schlüssel, diesen Knochenschlüssel. Mhm. Plus du brauchst, ich glaube, 2, 3 Lockpicks. Bist du da durch?
Ah, dieses Gemälde heißt... Hier kommst du zu den Backrooms. This painting doesn't have to seem to have a title. Ah, jetzt weiß ich, wie es ging. Und zwar musst du jetzt ein Level weitergehen. Dann ist hier irgend so eine Tür mit einer Raum, die du... Ja, das ist so ein Öffnungsraum. Du musst einen Öffnungsraum machen und dann musst du im nächsten Raum, gibt es nochmal einen Secret-Raum. Und dann musst du im Secret-Raum was aufmachen und dann musst du wieder zurücklaufen, was halt so, weißt du, nicht intuitiv ist. Und 63. Ich lerne, dass es flickert. Und flackert. Und flunkert. Vielleicht sind der Blitz, oder? Schuldig. Moment, ich habe es gerade tatsächlich nicht flackern gesehen, ne? Also ich habe es nicht gerafft innerlich. Irgendwie, ich habe nicht... What the fuck? Was ist das? Ne, warum klopft da jemand? Ja, da kommt der Bro will rein. Ah, das hier, das ist hier die... Wie heißt das? Infirmary... irgendwas. Das ist ein Skelett, Kopf. Okay. Ja, da brauchst du einen Skeletten-Kidney für 300 Tittes kaufen können. Ah. Da drinnen ist dann so ein Heilungsding, das heilt dich overtime die ganze Zeit. Ich glaube, ab jetzt kommt ein Level, das ist draußen. Und dann kommt wieder ein Level, das ist drinnen. Und ich glaube, irgendwann kommen jetzt bald die Level, da ist es dunkel. Und wenn es dunkel ist, flackert es nicht mehr. Okay, ja. Das heißt, du musst instinktiv an jedem Schrank stehen bleiben und warten, ob jetzt was kommt oder nicht. Bodenlos. Weil du kriegst kein Zeichen mehr. Ich hab. Auge! Okay, was? Das ist lang Level, weißt du, so Run-Level mit Auge. Kann man irgendwie jetzt runnen müssen, das kann auch sein, aber. Das Auge steht rechts hinten im Raum. Ja, ja. Okay, sieht nicht so aus. Vielleicht bei 70, also vielleicht. 69? Ja. Hide. Ja, ich geh hinter uns. Hide. Hide und Bosch. Hide in Bosch. Wann kommt er? Na da. Wenn er Lust hat. Ich habe ihn weglaufen sehen. Ja, rein. Ja, jetzt ist Zeit für Run 2. Okay. Wahrscheinlich bei 80, oder? Wir waren bei Raum 72. Ja. 73. Die Sache ist, die sehe halt gar nichts. Was ist das aus dieser Raum? Mit kaputter Wand. Ah. Das ist 75, 75 ist zu. Abschlüsse. Wie lange gibst du? Ja, jetzt ist Run. Jetzt ist Run. Okay, warte, dann nehme ich jetzt meine Mets. Ja, das lohnt sich, glaube ich, sogar tatsächlich. Okay, warte mal, ich bin jetzt für die Zufall. Du brauchst die Hälfte der Animation so. Okay, die Animation Time. Also ich glaube, man klickt sogar hin, wenn man die instant. Ja, ich hab's nicht mehr. Safe Scan. Hier rechts, okay. Boah, und jetzt weißt du jetzt, wie es beim Feuer ist? Nein, ich lauf einmal außen rum, ich glaube, ich sterb. Hier läuft mir da. Ah, ich bin tot. Weil ich links gelaufen bin anstatt rechts. Ach, Digga. Ich wurde von Sieg gefangen. Die Hindernisse haben Kriechgänge. Kriechen sie hinein, die Lichter werden nicht führen. Ah, ist das dumm. 90. Dann wird jetzt die Arschritze. Du musst die ganze Zeit auch vor Angst haben, dass er kommt. Hm. Eins. Zwei, du musst die ganze Zeit Angst haben, es sind so Caitlyn-Traps auf dem Boden. Ich bin einer reingetreten. Und Auge. Oh nein. Guck mal in deinem Stream, wo die Pflanzen sind. Oh, der Typ kommt. Und Bro gleichzeitig. Also. Das wird auch nicht besser. Okay, das war damn unlucky. Digga, meine Hose geht weg, wenn ich die Schuhe anziehe. Bro, das ist unter Hosen. Ich meine, ich habe meine Schuhe unter Hosen gekauft.
so ein dummes jetzt schon gescampt. Ja, wurde ich tatsächlich, Digga. Ich habe 60 Robux umsonst aufgegeben. Hey, komm zurück. Ich hab noch kein Screenshot gemacht. Sorry.